Ich mache Hefeschnecken, besser als bei Cinnamon. Wir waren die testen und die sind eigentlich gut, aber ich will sie noch besser machen. Ich mache einen klassischen Hefeteig, dafür nehme ich ein Weizenmehl, ein glattes Weizenmehl, Typ 1050, 500 Gramm. Dann wir machen natürlich einen veganen Hefeteig, wir geben Pflanzenmilch rein, ich nehme am liebsten Mandelmilch, es geht aber auch Soja oder Hafer. Ich mache so zwischen 280 ml und 300 ml Pflanzenmilch. Dann kommt in den Hefeteig Margarine, 50 Gramm, ebenfalls 50 Gramm Zucker und etwa 10 Gramm Salz. Und jetzt kommt die Hefe dazu, ich nehme am liebsten Frischhefe. Ich nehme jetzt nicht einen ganzen Würfel, sondern einen halben Würfel. Jetzt lasse ich alles in der Küchenmaschine 10 Minuten kneten. Der Knetspaß ist zu Ende. Der Teig sieht jetzt so aus. Wir lassen den zugedeckt mindestens 2 Stunden aufgehen. Ich habe jetzt den Teig ausgewalzt, 32 cm breit, damit es 8 Schnecken 4 cm dick gibt. Das Ganze bepinsle ich mit Margarine. Dann, was ich ebenfalls mit Margarine bepinsle, ist die Form, wo die Schnecken reinkommen. Ich gebe auf meine Schnecken Zimt und Zucker. Ich nehme Kokosblütenzucker, man kann auch normalen Zucker nehmen. Und gebe für den Geschmack Zimt darüber. Da ich mag Zimt sehr, da muss man nicht sparsam sein. Und jetzt können wir unsere Schnecken aufrollen. Es ist sehr wichtig, dass die Schnecken alle gleich dick sind. Die Rolle ist jetzt 36 cm. Jetzt schneide ich 4,5 cm dicke Schnecken ab. Ich markiere mir da, wo ich schneiden soll. Und schneide die schön durch. Und jetzt platzieren wir die Schnecken in unserer Form. Lassen die noch eine halbe Stunde aufgehen und dann werden sie gebacken. Die Schnecken sind so aus dem Ofen gekommen, sie sehen doch schon super aus. Damit die schön glänzen, bepinsle ich die noch mit einer kleinen Zuckerglasur. Und das sind unsere Cinnamon-Schnecken. Jetzt nehme ich eine raus, das ist jetzt die Basisschnecke. Da kann man leckere Toppings drauf machen, zum Beispiel Joghurt, Zuckercreme, Marmelade, was man möchte. Sieht doch traumhaft aus. Schaut mal die Textur, wunderschön in der Form, sehr luftig, leicht, super lecker. Für die Miss Fluri gebe ich jetzt ein bisschen Kokosjoghurt drauf und bestäube es noch leicht mit Zimt.